Zieh dich! Ja. Die Zauberbohne braucht Flüssigkeit. Ja, das weiß ich doch. Warum gibt's. Ich hab doch hier einen Wassereimer. Dann benutze den doch auch. Wo haben wir den Ton her? Ah ne, den Ton haben wir ja gereinigt. Stimmt. So, was gibst du uns? Stimmt irgendwas Dummes. Ja, weiß ich nicht. Vorsicht, heißes Wasser zum Aufdrehen mit dem Hammer. Ach, der Hammer wird hier benötigt. Okay. Ja, vielleicht wird das dann hier auch irgendwie überlaufen oder so. Who knows, who knows. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier runter jetzt. Lass mich doch mal in Ruhe. Wir müssen hier runter. Und hier wollte ich noch hin. Dann kann ich eigentlich, ich kann den Zettel eigentlich direkt, obwohl ne, ich streich durch. Dann kann ich hier noch was draufschreiben, falls mir noch was auffällt. Muss ich ja nicht direkt wegschmeißen. So, was ist das hier oben? In deinem Zustand kannst du hier nicht durch. Muss volle Energie haben, oder was? Bahneingang. Da wollte ich ja hin. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich möchte gerne speichern. Nee, ich bin noch fertig hier. So, da gehen wir jetzt mal rein. Bahnstation. Mal gucken, was es hier so gibt. Das ist ein Hammer. Das ist ja cool. Der Hammer. Mole wird sich freuen, dass wir ihn haben. Yes. Wenn man hier mal vorher hingegangen, ne? Da seid ihr. Wo seid ihr denn abgeblieben? Was meinst du denn? Du bist doch abgehauen. Was ist denn los? Der Vorarbeiter sucht dich. Du meinst Grant? Genau. Er hat Tubby gesehen. Tombi, schnell! Wir geben Mole seinen Hammer, damit wir zu Grant können. Nee. Ich benutze den erstmal selbst. Hilfe! Hilfe! Hä? Apropos, wir haben deinen Hammer, Mole. Nein! Vergiss den Hammer! Das ist wichtiger. Sehr gut. Ich möchte ihn nämlich gerne behalten. Was ist denn, Mole? Grant ist bei den Rohren gefangen. Gefangen? Von einem Felsbrocken. Es besteht Einsturzgefahr, wenn der Gang bricht. Nein! Stürzt er in eine heiße Quelle. Ah. Können wir ihn nicht mit dem Hammer befreien? Der Fels ist zu groß. Wir brauchen was Stärkeres. Grain hat gesagt, wir sollten die Bomben besorgen. Keine Sorge, wir finden sie. Danke. Macht schnell. Das braucht ihr, um die Bomben zu zünden. Bis später. Ich sag den anderen Bescheid. Denkt dran, aktiviert die Bomben mit dem Hammer. Die Bomben mit dem Hammer aktivieren. Okay, wir brauchen also Bomben. So, was hast du denn? Ich möchte mit dir reden. Hallo. Hier ist die Haltestelle. Aber ohne Bahnführerschein kannst du nicht fahren. Der Klumpen mit dem Führerschein... Ja. Was? Ach, der Kumpel, nicht der Klumpen. Der Kumpel mit dem Führerschein ist verletzt. Er liegt in der Stadt im großen Schuppen. Stirbt man da, wenn man da runter geht?
Nehmen wir einfach mal Vollspeed. Wow. Ah, okay. Gut. Das hat sich dann auch... Ah, Moment, was ist das? Bahnhaltestelle. Die Bahn ist repariert. Schneller Fahrer gesucht. Ein schneller Fahrer. Das hat ja nichts mit der Bahn zu tun. Kann ich jetzt hier oben hin? Nee. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in diese Richtung. Weil da war ja noch was, wo ich gedacht habe, dass wir da den Hammer brauchen. So. Wusste ich's doch. Gehen wir mal da rein. Pulverkammer. Ah, das hört sich doch gut an. Guck mal. Das war ganz gut, dass wir schon mal hier reingegangen sind. Aber sonst können wir hier, das ist nur so ein... Nur so ein Raum. Sieht aus wie so eine Folterkammer. Ist hier so ein Folterbett und da hinten ist noch irgendwas. Ganz komisch. Gut, ja, dann machen wir uns jetzt da hinten zu dem heißen Gewässer hin, würde ich sagen. Ah, jetzt müssen wir wieder die Brücke runterziehen, ne? Stirb. Nee, die ist schon unten. Super. Ah, da ist der Klumpen. Ja, autsch, so nicht. Wir brauchen wirklich die Bomben. Gran, nimm Deckung. Wir sprengen den Felsbrocken weg. Ja, ich dachte schon, der wird jetzt direkt auf die Bomben draufhauen. Bedient den Schalter mit dem Hammer. Sie. Yay, Sprengenstein. Fertig. Denn da auf dem Rücken? Alles klar, Gran? Puh, das war knapp. Ich dachte schon, ich wäre verloren. Danke. Bitte. Bitte. Hast du Tabby irgendwo gesehen? Ja, als ich sie sah, war sie unterwegs zur Kuyara Ranch. Kuyara Ranch, okay. Zur Kuyara Ranch? Genau. Man kann mit der Bahn fahren. Ich wollte sie aufhalten. Wegen dem Schweinezauber. Dort lastet auch ein Schweinezauber? Mhm. Hoffentlich ist sie nicht in Gefahr. Was sage ich da? Ihr geht's gut. Hoffentlich. Der Berg selbst ist gefährlich, aber mit der Bahn fährt man sicher. Oh nein, ich habe die Schienen vergessen. Ach, okay, das ist das, was er auf dem Rücken hat. Ja, starker. Jo, Tombi nimmt die Schienen. Oh oh, Tombi. Gran hat die Schienen für die Bahn verloren. Nicht so hinterher. Das merkt er auch nicht, dass er das verloren hat. Bring es Gran. So. Ich möchte gerne erstmal hier. Ob ich mich jetzt hier nicht verbrenne?
Yes! Okay. Wir haben heißes Wasser, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Unterschied, ob wir heißes oder kaltes Wasser haben. Aber wir haben auf jeden Fall Wasser. Das ist super. Da müssen wir nicht immer bis zum Anfang zurücklaufen. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Nee, das brauchen wir nicht mehr. So. Da müssen wir jetzt da oben hin. Aber auf dem Weg da hoch habe ich gesehen, dass man da noch was kaputt schlagen kann. Nämlich mit dem guten Hammer. War nämlich hier markiert so. Patsch. Den auch. Ist aber zu, ja. Wir können, glaube ich, nur die roten öffnen, ne? Was ist denn mit dir? Was war denn... Hattest du irgendwas? Hey, habt ihr die blaue Schatztruhe gefunden? Ja, da drüben. Kannst du nehmen, bitte. So, da bist du. Wo sind meine Schienen? Ich habe meine Schienen verloren. Das hast du unterwegs verloren. In den Kopf rein. Zum Glück, die habe ich überall gesucht. Jetzt kann ich anfangen. Yay. Kann man eigentlich die Sachen nachgucken, die Mission, die wir haben? Ich meine schon, ne? Yo, einfach drauf geschmissen. Tabi müsste jetzt gleich kommen. Hört ihr das? Ganz pünktlich. Hey, Moment mal. Was denn? Tabi ist nicht da. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Hilfe! Hilfe! Schweine! Tabi! Sie wollten ihren Anhänger stehlen, aber sie gab ihn nicht her. Sie hat sich um eine blöde Kette gestritten? Die blöde Kette war ein altes Geschenk von Tombi. Sie liebt sie. Oh. Was ist das denn? Das wird jetzt bestimmt ein Schwein, damit ich mir dieses Schwein kämpfen. Wer bist du? Na? Wo ist Tabi? Daddy, geht's gut. Keine Sorge um sie. Am besten ist es, wenn ihr sie einfach verdirbt. Ja! Gran, was war das? Jetzt sagt er schon wieder nichts. Ich habe keine Ahnung. Es hat die Schweinetasche genommen, also muss es ein böses Schwein sein. Ein böses Schwein? Genau. Oh. Sie sind vor kurzem hier aufgetaucht und sie plagen das ganze Land. Selbst auf dem Stollen lastet ein Zauber. Ich habe etwas, das ihn bricht, aber ich weiß nicht, wie es geht. Schweinetasche für das Flammenschwein. Ah, du musst wieder zurückgehen. Den Sagen zufolge findet man da, wo ein Zauber wirkt, eine Schweinetasche. Und wenn man eine Schweinetasche hat, verrät sie ihr Versteck. Kommen wir mit dieser Bahn zur Kuyara Ranch? Da wollt ihr hin? Sie. Verstehe. Aber das hier mit als Hilfe. Es ist wohl unsere letzte Hoffnung.
Flammenstasche. Fang ein böses Flammenschwein. Okay, dann würde ich aber sagen, wir steigen mal hier ein und vielleicht kommen wir dann ja irgendwie in der Bahn unten wieder raus. Mal gucken, was jetzt passiert.